Hallo, guten Tag. Also wie immer, die Firma Cressy hat verschiedene Neuigkeiten auf den Markt wiedergebracht. Wir gehen jetzt ein paar Stücke durch, ne? Wichtigste bei uns ist der neue Computer, der heißt Newton. Wir haben damals mit dem Leonardo angefangen, dann kam der Giotto letztes Jahr. Diesmal haben wir einen Tauchuhrcomputer, wo wir den ganzen Giotto-Software in dieser Uhr integriert haben. Und dazu muss ich sagen, alles made in Genua in Italien. Ja, wir haben hier unsere neue Semi-3-Linie, die heißt Atlantis. Wiederum mit High-Stretch-Neoprene, extrem soft, also wie Kaschmir, Helioflex innen befüttert. Dazu sind die ganzen Nähte komplett mit Gummi beschichtet. Und als Reißverschluss haben wir diese neue Master Seal T-Zip-Reißverschluss. Es handelt sich auch auf die, sagen wir so, weichere Version und nicht immer diese extreme harte Metallreißverschlüsse wie in der Vergangenheit. Also extrem angenehm. Und hier ist eigentlich diese sogenannte Kristall-Silikon-Wand. Da gehen wir mit unserem Projekt weiter. Es handelt sich um einen Silikon, der aus Japan kommt und wird normalerweise in der Medizinindustrie benutzt. Also hat gewisse neue, gute, schöne physikalische Eigenschaften. Und dazu diese extreme klare Sicht. Hier haben wir zum Beispiel die Nano. Die Nano ist nicht eine komplette Neuigkeit, doch was Neues. Und eine extreme kleine Maske, doch aber passt 99% der Gesichter. Hier wird immer wieder noch von unserer Seite unser Ziel, Tauchklamotten zu produzieren, die extrem leicht sind. Und zum Thema wurden ein paar Jahre her verschiedene Reisejackets entwickelt. Und davon haben wir ein Air Travel hier. Ist eigentlich Wing Jacket, aber zum Reise geeignet. Sehr leicht. Wir sprechen von 2,3 Kilo und ist komplett faltbar. Das heißt, innerhalb wirklich paar Zentimeter kannst du wirklich ein komplettes Reisejacket einpacken. Hier ist kein Spielzeug, ne? Also, es handelt sich um eine Kooperation zwischen dieser Firma Killcrab und die Firma Cressy. Eigentlich die Idee entsteht von diesem Staubsauger für Swimmingpools. Nur, das wurde komplett umgebaut und es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, um den Rumpf des Bootes im Wasser selbst zu putzen. Und es gibt zwei Variablen. Entweder mit Fernbedienung, über eine offizielle Fernbedienung vom Killcrab oder sogar mit einer App auf Android oder Apple. Oder wenn der Taucher Lust und Laune hat, unter Wasser zu gehen, kann eigentlich So die Frauen? zum Beispiel die Frauen, wenn sie Lust und Laune haben, wie gesagt, sie können einfach unter Wasser gehen und den ganzen Rumpf des Bootes komplett saubern. Und das hat als Vorteil, dass wenn du das regelmäßig sowas machst, brauchst du dein Boot nicht immer wieder aufs Trocken zu legen, mit riesigen Kosten, die davon entstehen können.